Wenn ein Stern vom Himmel fällt. Ein Hörspiel von Konrad Haas. Mittlerweile sind die drei Ritter auf ihrem mühsamen Weg mit den Pferdchen auf den Rücken dem Sternenschloss näher gekommen. Sie ruhen sich erschöpft aus, immer vom Wald beobachtet. Bevor es weitergeht, gibt der Schimmel Ritter Paul ein Geschenk, ein Pfand. Es sieht aus wie eine kleine Fahne an einer Stange. Paul bedankt sich und steckt es an seine Rüstung, obwohl er nicht weiß, was es damit auf sich hat. Ab jetzt tragen die Pferde wieder die Ritter. Und ab geht die wilde Jagd über Stock und Stein, immer in Richtung Sternenschloss. Da versperrt ein großer Stein den Weg und der rollt mit den Augen. Ritter Mirko will ihn mit seinem scharfen Schwert spalten. Da kommt hinter dem Stein eine Maus hervor, in Lumpen gekleidet und mit einem Gabenteller in den Pfoten. Die Maus hat eine Bitte. Bitte, bitte, edle Herrn, dürft mich bitte nicht entsperren. Bitte, bitte, edler Ritter, bringt mich nicht gleich hinter Gitter. Ich hab nichts verbrochen, außer dass ich nichts verbrochen hab. Weil ich nicht betrügen kann, geht es immer nur bergab. Ich hau keinen übers Ohr, spekulieren mag ich nicht. Edler Ritter, hör den Chor, der für euch die Wahrheit spricht. Also gibt uns zwei, drei Heller, damit füll ich unseren Teller. Oder besser 30 Kronen und das Leben wird euch lohnen. Besser noch, wir teilen gütigst, was wir heute bei uns haben. Höret nur auf euer Herz, danach könnt ihr weiter tragen. La la la. Die Maus verneigt sich tief und hält ihren Teller hin. Ritter Mirko flippt total aus. Er will nicht teilen, mit niemandem. Er brüllt richtig los, reißt sein Pferd herum und reitet allein in die Ferne. Nicht ohne Ritter Paul noch schlimm zu beleidigen. Alle sind sehr erschrocken. Trotzdem beugt sich Ritter Murat zu der Maus hinunter und füllt ihren Teller mit seinem Gold auf. Er teilt gerne. Maus und Stein bedanken sich artig. Bevor Paul und Murat ohne Ritter Mirko weiterreiten müssen, gibt die Maus Ritter Murat ein Geschenk, ein Pfand. Es sieht aus wie eine kleine Fahne an einer Stange. Murat bedankt sich und steckt es an seine Rüstung, obwohl er nicht weiß, was es damit auf sich hat. Jetzt lassen Ritter Murat und Paul ihren Pferden die Zügel frei. Und ab geht die wilde Jagd über Stock und Stein, immer in Richtung Sternenschloss. Mittlerweile hat sich der einsame Ritter Mirko im Wald verirrt. Etwas verloren verharrt er auf einer Lichtung. Da hört er ein Flüstern, ein Wispern, ein Hallo von überall und nirgendwo. Ritter Mirko zieht sein Schwert und erschrickt. Hinter ihm steht ein Fuchs, der sehr freundlich tut und sich als Fremdenführer anbietet. Er könne ihm den Weg zum Schloss zeigen, aber davor soll es noch etwas zu essen geben. Plötzlich stehen auch Farn und Pilz da und auf einem weißen Tischtuch wird ein Mittagsmahl zubereitet.
Es duftet gut. Gerade als Ritter Mirko den ersten Happen in den Mund stecken will, donnert es bedrohlich. Und plötzlich wird ihm klar, die wollen mich vergiften. Er zieht sein Schwert, aber Fuchs, Pilz und Farn sind schneller, werfen ihn nieder und sind in Windeseile mit seinem Gold im Wald verschwunden. Rabia kommt zufällig auf die Lichtung. Ritter Mirko, der durch sein Helmvisier fast nichts sieht, glaubt, der Fuchs sei zurückgekommen und greift sie an. Sternenfee Rabia entwaffnet ihn kühn und hält ihm die Schwertspitze an den Hals. Ritter Mirko öffnet sein Visier. Da erkennt er seinen Irrtum. Die beiden schauen sich an und ihnen passiert etwas Wunderschönes. Ich hätte ihn gerade fast getötet. Jetzt steh ich hier und schau ihn einfach an, den Kampf verloren. Doch mein Herz besiegt hat dieser junge edle Rittersmann. Ich würde am liebsten eine Welt umarmen, wenn ich in diese Augen schau. Ich bin heute zweimal beinahe gestorben, wegen ein drittes Mal für diese Frau. Es gibt so Tage, da ist alles schön. Es gibt so Tage, etwas verlegen stehen sich Ritter Mirko und Sternenfee Rabia gegenüber. Rabia bietet Ritter Mirko an, ihn zum Sternenschloss zu führen. Er nimmt das Angebot sehr gerne an und gemeinsam gehen sie los und erzählen sich ihre Geschichte. Da hören sie einen hohen, klagenden Ton. Aus dem Wald kommt die humpelnde Schnecke auf sie zu, gestützt von Ameise und Reh. Jemand, der uns helfen kann, wir wissen einfach nicht mehr weiter. Schnecke hat sich ganz doll am Fuß verletzt, könnt ihr uns helfen, edler Reiter? Seid ihr bereit? Nehmt ihr euch Zeit auf eurem Weg zu fremden Ländern? Der Weg ist weit. Seid ihr bereit, die Welt in kleinen Zahlen, wir sind Damen, doch hoffen sehr, edler Ritter, auf euer Herz, auf und unter Stahl und Eisenerz, einsamer Ritter. Seid ihr bereit, nehmt ihr euch Zeit, auf eurem Weg zu fremden Ländern, der Weg ist weit. Seid ihr bereit, die Welt im Kleinen zu verändern? Als wäre das noch nicht genug, ertönt plötzlich von überall her ein seltsames, mahnendes Warnsignal. Achtung, Achtung! Load Charge Capacity! Akkuladekapazität beträgt nur noch 29%! Achtung, Achtung! Alle erschrecken. Nur Ritter Mirko scheint zu wissen, was das Signal bedeutet. Der Akku ist fast leer und er muss dringend weiter ins Sternenschloss. Seine Wünsche. Für Hilfe ist die Zeit zu knapp.
aber dann lässt er sich doch von Rabia überzeugen, dass man anderen in der Not helfen muss. Reh und Ameise und vor allem Schnecke finden das richtig toll von Ritter Mirko. Gemeinsam beschließen sie, die verletzte Schnecke mit ins Sternenschloss zu nehmen, auch wenn es länger dauert. Ameise gibt Mirko ein Geschenk, ein Pfand. Es sieht aus wie eine kleine Fahne an einer Stange. Mirko bedankt sich und steckt es an seine Rüstung, obwohl er nicht genau weiß, was es damit auf sich hat. Im Schneckentempo machen sich die neuen Freunde, von Sternenfee Rabia geführt, auf den Weg zum Sternenschloss. Der Fuchs kommt auf die Lichtung zurück. Er hat alles beobachtet, zusammen mit Pilz und Farn. Der Fuchs trägt jetzt eine Flinte und vollführt einen Todestanz. Wagen wird es diese Welt? Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Mein Verbrechen, meine Sünden, laut als draußen zu verkünden. Diese Knarre ist zwar alt, doch sie trägt in sich Gewalt. Mit ihr sollte man nicht spielen, mit ihr kann man sehr gut zielen, mit ihr kann man sehr gut zielen. Genau da treffen Ritter Paul und Ritter Murat abgehetzt auf derselben Lichtung ein. Der Fuchs erkennt seine Chance. Mit der Flinte bedroht er die edlen Ritter. Farn und Pilz nehmen ihnen die Waffen und das Gold weg. Dann zwingt Fuchs die Ritter, zum Sternenschloss vorauszureiten. Er ist gierig darauf, die Wünsche zu bekommen, aber alleine würde er niemals den Weg dorthin finden. Paul und Murat fügen sich einstweilen in ihr Schicksal und reiten voran. Auch der Wald folgt der seltsamen Prozession in Richtung Sternenschloss. Im Sternenschloss sind alle traurig. Nur Waldi liegt zufrieden in der Ecke und schnarcht und furzt. Er hat sich an seiner Lieblingsspeise, den Eierkohlen, richtig satt gefressen. Lisa sitzt auf der Schaukel. Sie vermisst ihre Freundin schmerzlich. Sternchen schaut weit in die Ferne. Es würde gerne von seinem hohen Thron herunterkommen, doch da fehlen drei Sprossen in der Leiter. Sternenfee Kim macht sich große Vorwürfe, weil sie so herrisch zu Rabia war. Mir war das alles so nicht klar, wie ich war. Hab nur noch mich und mich gesehen, erst jetzt zu spät kam ich verstehen. Was dich gezwungen hat zu gehen. Rabia, was kann ich tun? Ich war so stolz, mir ging es gut, doch jetzt spür ich nur große Wut auf dich, auf mich, auf uns, auf dich. Thank you.
Komm zurück, die Sterne funkeln wie zuvor. Ich warte, bis du klopfst an unser Tor. Man hört nur das Knarren der Schaukel. Plötzlich ruft Sternchen in die Stille: Überraschung! Alle erschrecken. Fuchs steht mit Pilz und Farn in der großen Eingangshalle. Sternenfee Kim tritt ihnen entschlossen entgegen. Waffen sind hier verboten. Anstelle einer Antwort dirigiert Fuchs mit der Flinte. Sein Gefolge, die Gefangenen Ritter Paul und Ritter Murat, treten ein und beugen vor der Sternenfee das Knie. Waldi wacht auf und freut sich. Da sind sie ja, die Ritter, die er gesehen hat. Und die Feen hatten ihm nicht geglaubt. Und nochmal ruft Sternchen: Überraschung! Ritter Mirko tritt ein, beugt ebenfalls das Knie. Im Hintergrund steht Rabia. Sie will eigentlich gleich wieder weg. Die Ritter umarmen sich. Die Freude des Wiedersehens ist riesig. Schwach, um nicht auf mein Herz zu hören und ließ mich blenden von meiner Gier. Doch würde ich heute tausend Eide schwören, dass ich für unsere Freundschaft kämpfe wie ein Stier. Die Freude wird unterbrochen durch einen Hilfeschrei von oben. Sternchen wird von Fuchs mit der geladenen Flinte bedroht. Er will Sternchen nur am Leben lassen, wenn alle Wünsche der Ritter an ihn übertragen werden. Das ist schlimm. Dabei weiß Fuchs nicht, dass man nicht für sich selbst, sondern nur für andere wünschen kann. Und er ahnt nicht, dass man, um wünschen zu dürfen, ein Pfand erhalten haben muss. Sternenfee Kim fordert die drei Ritter auf, jetzt ihren Pfand an der richtigen Stelle einzusetzen. Die Ritter verstehen, die Fähnchen sind Leitersprossen, es sind Tritte, die an der Sternenleiter fehlen. Feierlich setzen sie Sprosse für Sprosse an der richtigen Stelle ein, damit Sternchen zu ihnen heruntersteigen kann. Thank you.
Sternenfee Kim fordert Ritter Mirko auf, in Gedanken einen Wunsch zu formulieren. Ritter Mirko tut wie geheißen und am Ende des Wunsches spricht er laut: Stern, es werde! Sternchen antwortet froh: Dieser Wunsch sei dir erfüllt, sei von Sternenlicht umhüllt. Das Unglaubliche passiert. Schnecke kann wieder laufen, ihr Fuß tut überhaupt nicht mehr weh. Dann darf Ritter Paul wünschen. Er hat ein Anliegen und deshalb wünscht er sich etwas für die Lehrer. Sternchen erfüllt froh auch diesen Wunsch. Bevor Ritter Murat als letzter drankommt, unterbricht Fuchs. Er hält Sternchen die Flinte an die Brust und fordert für sich Reichtum, Macht und Ballerspiele. Alle sind entsetzt. Da tritt Maus unerschrocken vor die Flinte und Sternchen ist außer Gefahr. Als Maus sagt, dass sie Fuchs trotz allem gern hat, bricht es aus Fuchs heraus. Weil ich so anders bin, finden mich alle schlimm. Weil meine Haare rot, wünscht ihr mich alle tot. Weil ich das Gold so lieb, bin ich für euch ein Dieb. Weil ich die Knarre trag, wünscht ihr mir früh ein Grab. Dabei würde ich so gern zu euch gehören, so ganz normal, ohne Qual. Ich will euch sagen, was mich bewegt. Wenn meine Stimme etwas erregt, kommt das, weil ich euch vieles sagen will. Wenn ich mich selbst im Spiegel sehe, wär ich still. Dann spür im Herz ich einen Stich. Fuchs steht einfach nur noch da. Tränen laufen ihm über die Schnurrbarthaare. Dann bricht er langsam zusammen. Farn und Pilz wollen ihn trösten. Auch Maus will zu ihm. Da ertönt plötzlich wieder von überall her das seltsame, aufdringliche Warnsignal. Achtung, Achtung! Low Charge Capacity! Akkuladekapazität beträgt nur noch 3%! 3%! Achtung, Achtung! Es blitzt, wird dunkel, wieder hell. Die Pferde wiehern. Ritter Mirko umarmt Rabia. Alles geht durcheinander. Nur Kim behält einen klaren Kopf und fordert Ritter Murat auf, schnell seinen Wunsch zu denken. Murat schaut Ritter Paul intensiv an. Seine Lippen bewegen sich. Laut sagt er: Stern, es werde. Und Sternchen antwortet: Dieser Wunsch sei dir erfüllt, sei von Sternenlicht umhüllt. Da ertönt wieder das aufdringliche Warnsignal. Achtung, Achtung! Low Charge Capacity! Akkuladekapazität beträgt nur noch 0%! 0%! 0%! Achtung, Achtung! Bringen Sie sich in Sicherheit! Achtung, Achtung! Attention, Attention! Eine Sirene ertönt. Das Licht flackert. Erlischt. Die Sirene verklingt. Dunkelheit. Stille. Es ist morgens. Die Sonne scheint in den Schlafsaal.
Die Lehrer wecken die Kinder auf. Sie sind so nett und freundlich wie noch nie und fragen sogar, was jeder frühstücken möchte. Die Kinder wundern sich. Dann bemerken sie, dass Rabia auf der jungen Seite liegt. Sie zieht ein Schwert unter der Decke hervor. Wie kommt ein Schwert unter die Bettdecke? Sie hören ein Lied, das allen irgendwie bekannt vorkommt. Da, 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 da. Da erzählt Paul, was er geträumt hat. Von Rittern, Sternenfeen, einem Drachen. Tolle Geschichte. Und Paul redet wie ein Wasserfall. Er stottert nicht mehr. Wahnsinn. Hoffentlich kann er noch singen. Kim bittet ihn, singst du? Klar, macht er. Und Murat, Mirko, Kim, Rabia, Lisa, Rainer, Pickel, Farin, Schnecki, Mausi, alle singen einfach mit. Oh. Wenn mich Sternenfeen befragen, kannst du mir den Koffer tragen? Wenn mich Sternenfeen benutzen, magst du mir die Schuhe putzen? Wenn mich Sternenfeen besingen, willst du mir einen Kaffee bringen? Und gehst nachher mit mir schwimmen? Sag ich froh und fröhlich, ja. Ohne Habe freundlich bittet um ne Gabe. Vielleicht braucht man was zu essen, ist verloren und vergessen. Von der großen Welt da draußen muss nachts unter Brücken hausen. Kaum ein Schläger muss man sausen. Sag ich froh und freudig, ja. Und jetzt sagen Sternchen und wir alle dir noch eins. Wenn du mal traurig bist, schließ die Augen, öffne dein Herz und wünsch dir was. Wenn in tiefer, dunkler Nacht deine Seele weint, weil im ganzen Erdenrund dir kein Licht mehr scheint. Schau vom Himmel, fällt ein Stern. Es macht Piff und Paff und Zisch. Komm zu dir, war grad noch fern. Ja, make a wish. Make a wish. Schau vom Himmel, fällt ein Stern. Es macht Piff und Paff und Zisch. Steamboat.